Niemals. Wie man es dreht und wendet, irgendwie war 2003 ein tolles Jahr. Schon wieder es losging. George W. bekommt noch kurz die Haare gelegt und ab geht die Luzi. Da ist es bahnfrei, denn nichts ist unmöglich. Auch ihr Auto könnte eine Achse des Bösen haben. Donald Rumsfeld ist in Bombenstimmung. Spaß ohne Grenzen. Darum volle Deckung. De Zoch gut. Und dann die Hände zum Himmel. Komm, lass uns fröhlich sein. Genau, fröhlich sein. Mords Spaß auch im UN-Sicherheitsrat. Da musste sowieso längst mal was gerade gebogen werden. Ja, guck mal hier. Kofi Annan kriegt einen neuen Job beim Kinderfernsehen. Also so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Rekord. Unser Kanzler droht ein Jahr lang mit Rücktritt. Immer, wenn ihn einer tritt, dann tritt er zurück. Hier nochmal. Tritt und Rücktritt. Apropos, hier zeigt uns Hans Eichel seinen Rücktritt. Und hopp. Wow. Also da wäre ich, das ist für mich das allerletzte. Immerhin, in diesem Jahr hat der Kanzler einiges ausprobiert. Zum Beispiel sich selbst als Reformator. Agenda 2010 heißt das lustigste Thesenpapier seit dem NATO-Doppelbeschluss. Also Blaumann an, ab in den Keller und erstmal alle sozialen Sicherungen raus. Also so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Einschneidende Reform hat auch Ulla Schmidt versucht. Boah, voll brutal. Die Ärzte fassen sich aber ein Herz und sparen, genau, an den Zähnen von Angela Merkel. Die rettet die deutsch-amerikanische Freundschaft mit ihrem Merkel-Plan und bekommt von den Amis zum Dank ein schickes Denkmal. Apropos Amis, Donald Rumsfeld geht weiter seinem Hobby nach. Auch Roland Koch war mal wieder im Waffengeschäft. Überhaupt am rechten Rand der CDU sieht's aus wie bei Hempels unterm Sofa. Aber Angie bleibt da ganz ruhig und bringt ihren Sauladen wieder auf Hochglanz. Toll. Und nicht zu vergessen Michel Friedmann. Der Deutschland endlich wieder auf Linie bringt. Stefan Effenberg und sein erstes Buch. Ronald Schill und sein fieser Herpes. Olaf Scholz mit, ja, mit nichts Besonderem. Aber hier Oskar Lafontaine. So wie damals, als unser Rudi. Ja, und nächstes Jahr, wenn Sie wüssten, was da jetzt schon wieder alles in Arbeit ist. Unser Tipp, tragen Sie es mit Fassung. Denn irgendwas ist immer in diesem Sinne. Das war's von uns. Wenn Sie mögen, erreichen Sie